Lesung aus dem Buch Genesis. Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie vom Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und siedelten sich dort auf. Sie sagten zueinander: Auf, formen wir Lebenssiedel und brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie: Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen. Dann werden wir uns nicht über die ganze Welt zerstören. Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen und die Menschenkinder bauten. Er sprach: Seht mir, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr uns erreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, so dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum nannte man die Stadt Bar, Wirsa, denn dort hat der Herr die Sprache aller Welt verwirrt und von dort aus hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Wort des lebendigen Gottes. Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf deine Kirche und gib, dass sie alle Zeit jedes heilige Volk bleibt, dessen Einheit ihren Ursprung hat in der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Offenbare durch sie der Welt das Geheimnis deiner Einheit und Heiligkeit und vollende uns in deine Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unser Herr. Amen.
Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen stieg Mose zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst. Mose ging und rief die Ältesten des Volkes zusammen. Er legte ihnen alles vor, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk antwortete einstimmig und erklärte: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Am dritten Tag im Morgengrauen begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen über dem Berg und gewaltiger Donnerschall erklang. Das ganze Volk im Lager begann zu zittern. Mose führte es aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Unten am Berg blieben sie stehen. Der ganze Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgestiegen. Der Rauch stieg vom Berg auf wie Rauch aus einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte gewaltig. Und der Hörnerschall wurde immer lauter. Mose redete und antwortete, Gott antwortete im Donner. Der Herr war auf dem Sinai, auf den Gipfel des Berges, herabgestiegen. Er hatte Mose zu sich auf den Gipfel des Berges gerufen und Mose war hinaufgestiegen. Allmächtiger Gott, im Feuer des Sinai hast du dem Mose das alte Gesetz gegeben und am Pfingstfest im Feuer des Geistes den neuen Bund kundgetan. Erfülle uns mit der Glut des Heiligen Geistes, den du am heutigen Tag den Aposteln gesandt hast. Schenke dem neuen Volk Israel, dass du aus allen Völkern zusammenführst,
war voll von Gebeinen. Er führte mich ringsum an ihnen vorüber, und ich sah sehr viele über die Ebene verstreut liegen. Sie waren ganz ausgetrocknet. Er fragte mich: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: Herr und Gott, das weißt nur du. Das sagte er zu mir: Sprich als Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen: Ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich spanne Sehnen über euch und umgebe euch mit Fleisch. Ich überziehe euch mit Haut und bringe Geist in euch. Dann werdet ihr lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war. Und noch während ich redete, hörte ich auf einmal ein Geräusch. Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen, und Fleisch umgab sie, und Haut überzog sie. Aber es war noch kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir: Rede als Prophet zum Geist, rede Menschensohn, sag zum Geist: So spricht Gott, der Herr. Geist, komm herbei von den vier Winden, hauch diesen Erschlagenen an, damit sie lebendig werden. Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam Geist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf, ein großes, gewaltiges Heer. Er sagte zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Jetzt sagt Israel: Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren. Deshalb tritt als Prophet auf und sagt zu ihnen: So spricht Gott, der Herr. Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig. Und ich bringe euch wieder in euer Land, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus, Spruch des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Herr allmächtiger Gott, du richtest den auf, der gefallen ist, und hältst ihn bei der Hand. Heilige deinen Namen unter den Völkern und schaffe sie neu, damit alle, die in der Taufe abgewaschen werden, sich von deinem Geist leiten lassen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lesung aus dem Buch Joel. So spricht Gott, der Herr. Es wird geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Eure Alten werden Träume haben. Und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Ich werde wunderbare Zeichen wirken am Himmel und auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und schreckliche Tag. Und es wird geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem gibt es Rettung, wie der Herr gesagt hat. Und wen der Herr ruft, der wird entrinnen. Wort des lebendigen Gottes. Wir bitten dich, gütiger Gott, erfülle an uns, was du versprochen hast. Der Heilige Geist, komme auf uns herab und mache uns vor der Welt zu Zeugen für das Evangelium deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein, mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wort unseres lebendigen Gottes.
Ihr Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Lass es uns beten. Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus,